Der erste Schritt wird jetzt darin bestehen, die Schallabstrahlung eines Gebäudes zu bestimmen. Das heißt, wir schauen uns an die Lärmquelle im Raum. Dann gibt es verschiedene Ausbreitungsbedingungen in diesem Gebäude und über das Schalldämmmaß mit und Bildung einer Summe letzten Endes verschiedener Faktoren gelangen wir zu der Schallleistung, die eine Fassade abstrahlt. Der erste Schritt, den wir durchführen müssen dabei, ist, dass ich die Gebäudehülle segmentieren muss. Das heißt, ich kann das Gebäude nicht als ein Stück betrachten, sondern ich muss es in, wie hier rechts dargestellt, verschiedene Segmente aufteilen. Und diese Segmentierung, die muss jetzt verschiedenen Regeln folgen. Das erste ist, aus dem Abstand, also dem Mindestabstand zwischen Emissions- und Emissionsort, ergibt sich die höchstzulässige Abmessung der einzelnen Segmente. Für Wände nach dieser Formel und für Dachflächen nach dieser Formel. Das heißt, aus dem Abstand vom Segment zum zu beurteilenden Emissionsort ergibt sich die Größe der Segmente. Dann werde ich die Segmente nach Möglichkeit so wählen, dass ich möglichst viele gleichartige Segmente erhalte. Also wie zum Beispiel diese Wandfläche hier und diese Wandfläche da. Das ist letzten Endes das gleiche Segment oder auch diese Dachfläche hier, ja, ohne Lichtkuppel, sind identisch. Hier mit Lichtkuppel als Beispiel, mit dem Tor, mit dem Oberlicht, mit einem Lüftungsauslass. Wir werden das dann an einem Beispiel auch durchrechnen. Also das erste ist die Segmentierung der Gebäudehülle. Der zweite Schritt besteht jetzt darin, für das einzelne Segment den Schallleistungspegel zu bestimmen, also die abstrahlende Schallenergie auszurechnen, sodass ich in die Schallausbreitungsberechnung kommen kann. Der Schallleistungspegel, LW, ist Ihnen bekannt. Aus dem ersten Kapitel, also als Grundgröße. Und dieser Schallleistungspegel ergibt sich aus verschiedenen Größen. Aus dem Schalldruckpegel in der Halle, im Gebäude, aus einem Diffusitätsterm, der auch die Struktur in der Halle beschreibt, dem Schalldämmmaß, dem Bauschalldämmmaß des Segments und der Größe des betrachteten Segments. Welche Werte kennen wir in der Regel? In der Regel kennen wir das Schalldämmmaß der Fassadenelemente. Kommen wir später zu. Wir kennen auch die Größe des betrachteten Segments in der Regel. Und das, was wir erstmal nicht kennen, ist der Innenschalldruckpegel und der Diffusitätsterm. Und für den Diffusitätsterm gibt es diese Überblickstabelle, nach der man vorgehen kann. Und wenn ich, wie jetzt hier im Beispiel, eine große, flache oder langgezogene Halle habe, viele verteilte Schallquellen in der Halle, dann liegt der Diffusitätsterm bei minus 5 Dezibel oder entsprechend einem anderen Wert aus dieser Tabelle. Das hängt dann immer von dem betrachteten Beispiel ab. Wie hoch ist jetzt also der Schalldruckpegel im Gebäude? Auch das ist eine Größe, die wir erstmal bestimmen müssen. Und da gibt es zwei mögliche Wege. Der erste Weg ist, ich rechne den Schalldruckpegel im Gebäude aus mit dieser Näherungsformel. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, dass ich bestimmte Orientierungswerte verwenden kann für übliche Situationen, die hier aufgelistet sind. Also für eine erste Betrachtung einer Situation, wenn ich keine weiteren Informationen habe über Schallquellen in der Halle und so weiter, kann ich mit diesen Näherungswerten arbeiten. Wenn ich den Wert ausrechnen möchte, dann kann ich das mit dieser Formel machen. Da hinein fließt natürlich auch der Gesamtschallleistungspegel aller Schallquellen im Raum, plus 14 plus 10 mal Logarithmus T zu V, und T ist die Nachhallzeit in der Halle und V ist das Volumen in der Halle. Und die Nachhallzeit wiederum kann ich auch aus einer Tabelle entnehmen. Ich kann natürlich auch eine Messung durchführen, aber üblicherweise wird man sich mit dieser Tabelle behelfen. Und da kann man sagen, für übliche Fabrikhallen kann ich mit einer Nachhallzeit von 2 Sekunden rechnen. Das heißt, der hintere Summand ist auch klar. 10 mal Logarithmus, Nachhallzeit zu Volumen. Das Volumen kann ich mir ausrechnen. Und jetzt noch, wie komme ich auf den Gesamtschalldruckpegel in der Halle? Und da können wir uns auch erinnern an das erste Kapitel. Addition verschiedener Pegel
Das hier ist nämlich nichts anderes als eine Pegeladdition. Das heißt, alle Schallleistungspegel aller Maschinen in der Halle werden addiert und zusammengefasst. So, das heißt, ich kenne jetzt eigentlich alle Werte. Ich kenne den Schalldruckpegel in der Halle, ich kenne den Diffusitätsterm. Schalldemaß müssen wir uns jetzt noch kurz drüber unterhalten, ist ein Thema, das liegt zurück bis ins zweite Semester. Und den hinteren Summanden kann ich auch bestimmen. Also, nächster Abschnitt. Wie bestimme ich das Schalldemaß eines Segments? Und das ist ein in der Regel zusammengefasstes Bauteil. Gucken wir uns nochmal das Beispiel an. Wenn ich ein solches einfaches Segment habe, das nur aus einem Bauteil besteht, dann kann ich das Schalldämmmaß für eine Sandwich-Fassade zum Beispiel direkt vom Hersteller erhalten. Wenn ich ein Segment habe, wie hier zum Beispiel das Oberlichtsegment, das besteht aus einer Dachfläche und aus dem Oberlicht, dann muss ich das resultierende Schalldämmmaß berechnen. Und das mache ich wie folgt. Auch das ist ein Thema des zweiten Semesters. Es ist letzten Endes eine Addition wiederum, aber von Widerständen. Schalldämmmaße sind sowas wie Widerstände. Insofern kommt dieses negative Vorzeichen da auch in der Formel vor. Und wenn ich jetzt ein Segment habe, das aus zwei Bauteilen besteht, für die ich jeweils Schalldämmmaße habe, dann betrachte ich nur diesen vorderen Teil der Summe, dann lautet die Formel minus 10 mal Logarithmus. Aus der Berechnung von Pegeln wissen Sie, dass das immer so vorweggeschoben ist. Bevor ich rechnen kann, muss ich den Logarithmus wieder rausschaffen. Und dann diese Summe hier, die Größe des einzelnen Elements dividiert durch die Gesamtgröße des Segmentes. Das ist also ein Anteil sozusagen. Mal 10 hoch minus Schalldämmmaß des betrachteten Bauteils, Zehntel. Ja, das ist, kommt Ihnen aus der Summenbildung wieder bekannt vor mit dem negativen Vorzeichen. Und wenn ich jetzt Segmente habe, die aus zwei Bauteilen bestehen, dann verwende ich einfach den vorderen Teil. Der hintere Teil, der kommt ins Spiel, wenn ich Elemente habe in meinem Segment, für die kein Schalldämmmaß vorliegt, sondern eine sogenannte Normschallpegeldifferenz, DN. Normschallpegeldifferenz für kleine Bauteile oder sowas wie Öffnungen. Die muss ich so berechnen. Aber letzten Endes wird das ähnlich sein oder es ist ähnlich wie der vordere Teil, nur die Bewertungsgröße ist eine andere. Das kann ich dann wiederum addieren, logarithmisieren und minus mal minus 10 rechnen und ich erhalte das Schalldämmmaß meines gesamten Elements. Jetzt kann es den Sonderfall geben, dass ich auch Öffnungen habe. Zum Beispiel kann ich mich fragen bei dem Beispiel, ist das Tor immer geschlossen oder ist das Tor vielleicht auch mal offen? Und dann muss ich auch den Fall des geöffneten Tors betrachten. Und für ein Segment, das aus Öffnungen besteht, ergibt sich dann der Schallleistungspegel entsprechend dieser Formel hier. Schallleistungspegel ist wieder Schallinnendruck in der Halle, Diffusitätsterm. Plus 10 mal Logarithmus Summe und jetzt kommt die Fläche der Öffnung, der einzelnen Öffnung, dividiert durch die Größe des Segmentes, mal 10 hoch minus DI Zehntel. Und DI ist jetzt das Einfügungsdämpfungsmaß des Schalldämpfers in der Öffnung. Und wo ich jetzt diese Werte herbekomme, das entnehmen Sie wieder dem Material. So, und damit Sie das mal anwenden können, gibt es dazu auch wieder ein Übungsbeispiel. Die Übungsaufgabe B21. Sie sollen nämlich für diese Halle die Schallabstrahlung betrachten. Und die Aufgabe lautet, bestimmen Sie den Schallleistungspegel der 6 unterschiedlichen Segmente, so wie hier dargestellt ist. Und anhand dieses Beispiels sehen wir, wie Schallleistungspegel in der Halle umgerechnet werden können in Schallleistungspegel von schallabstrahlenden Flächen. Und der nächste Schritt besteht jetzt darin, die Schallausbreitung zu berechnen.